Hallo Lädeln, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Der Kohle ist auch wieder mit am Start, mein Designer. Und heute habe ich ganz was Spezielles für euch, was mich eigentlich auch schon immer interessiert hat. Und zwar gibt es schon so viele Videos darüber und ich will das einfach auch wissen. Und zwar geht es um den berüchtigten Surströmming-Fisch. Was nochmal das sieht, schau. Surströmming. Bekannt auch unter Stinkefisch oder sagen wir mal so weltgrößter Stinkefisch. Brot, Gabel, Messer haben wir da. Ich wollte es mit einem Dosenöffner probieren, aber das funktioniert einfach nicht, weil der ist so aufgebläht von den Gärgase. Ich weiß nicht, ob man das sieht. In der Kamera wird man es besser sehen. Der ist so aufgeblattet, den kriegt man mit einem normalen Dosenöffner nicht auf. Den müssen wir mit dem Fädel aufmachen. Ja, weißt du schon? Ja. Alter, wenn der echt so fuckt. Also, ich habe nur Angst, dass echt meine Sachen damit angespritzt werden. Na, schön. Aber schau, das riecht mal ein bisschen durch. Man riecht ein bisschen, ja. Aber es riecht nicht ganz, so. Ganz. Nein, ich bin gespannt, wie das wird. So, ich werde meine Ärmel aufstrafen, gell? Dann werden wir meine Uhr arbeiten tun. Das ist das Erste. Wir haben zum Trinken nochmal alles da. Also das ist nicht das Problem. Dann gehen wir es an. Wow. Und ich werde es natürlich mit aller Gewalt, falls ich es runterkriege. Ich nicht. Wow. Ich bin nur da zum Rühren. Falls ich es runterkriege, auf das Brot aufentun und richtig abbeißen. Also sind da Gräten auch drin und sowas? Ich hab den noch nie gesehen. Ich weiß nicht. Ich kenne das nur aus den Videos. Und deswegen. Alter! Jetzt bleib sitzen, Alter! Bleib hinter dir! Alter, bleib da jetzt! Ich bin da! Wenn ich mich verletze wegen dir, gell? Das nicht. Das ist. Keine Ahnung. Echt so schier. Boah. Echt so schier. Boah. Ich rühr's. Das ist echt. Echt? Es ist einfach doch scheiße. Boah! Den kannst du nicht essen. Boah! Ich rühr's! Gott! Boah! Schau! Ich hab's auf eine gerundet! Hör auf, ey! Boah! Wir müssen da zum Essen kommen! Boah! Ich bin erst noch nicht richtig groß, oder was? Boah! Das ist so wild! Niemals!
Also, ich kann alles sagen, gell? Oder. Alter! Ich komme noch nicht näher! Ich komme nicht näher! Mir ist wohl schlecht. Alter, na! Da ist ja nur Gatsch drin. Da ist ja, das ist ja tot. Ja, oh. Alter. Das ist tot. Da ist. Die haben meine Oma ausgegraben. Das ist lieber, als ich mir vorgestellt habe. Ich warte. Ich stirb. Ja, ich stirb, wenn ich das jetzt mache. Jetzt war Gas, war es gekracht. Ich hab gedacht, die Olle fällt. Ich hab gedacht. Komm, rein. Und mit boah, ist das schier. Das kommt. Schau mal. Alter. Als Vorgeschmack schon haben wir das Messer auf. Ich päppel auf dem Fisch. Leider, ich habe jetzt den Fischofen. Boah. 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 So Leute. Mittlerweile habe ich mich an den Geruch schon ein bisschen. Boah. Boah. Das ist so schier.
Das kann man sich nicht vorstellen, wie schief das ist. Das ist wirklich. Das ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Kohle läuft da hinten über. Ja, der richtet bis da hinten über. So schief ist das. In Schweden ist das eine Delikatesse. Der Fisch ist wirklich unter aller Sau. Und damit ihr seht, was wirklich da drin ist, dass das wirklich, das muss tot sein, das ist definitiv tot. Egal, Vitamine, egal was da drin einmal war, das ist tot. Das ist tot. Das ist tot. Und ich weiß, Kosten. Bitte schaut euch das einmal an. Das ist Surströmming. Das ist Surströmming. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab wirklich keine Ahnung, was das sein sollte. Es ist einfach nur. Es ist tot. Aber ich werde das kosten. Ich will kosten, weil ich wissen will, wie es schmeckt. Wie es riecht, weiß ich mittlerweile die ganze Ortschaft da. Weil ich habe keine Ahnung, wie man das essen kann. Ich habe keine Ahnung, wie man das essen kann. Ich habe den Fisch jetzt aufs Brot getan. Wir werden ihn jetzt kosten. Das ist unessbar. Wie kann man das essen? Nein, bitte, wie kann man das essen? Wer sowas isst, ist kleine Kinder, bitte. Das kann nicht sein, das ist kein Essen. Das ist. Ich weiß, was das ist. Das ist nichts. Das ist. Leute, dann hört's mal auf mit dem Scheiß, das ist nichts. Das kann man nicht essen. Was ist das? Das hat nichts mehr mit Kotzfisch zu tun. Das ist Lebensmittelvergiftung. So, Leute, da ist ein Stück Fisch oben. Ich muss es kosten. Sonst weiß ich nie, wie das geschmeckt hat. Das kann man nicht essen. Kohle, Alter, das kann man nicht essen. Ja, was? Das ist unmöglich. Aus. Nein, das ist unessbar. Das kannst du wegschmeißen. Das ist unessbar. Das kannst du nicht essen. Das riecht so, wie es schmeckt. Aus. Der Fisch hat sich erledigt. Der braucht man nicht probieren. Den Geruch will man sich nicht vorstellen. Das will man sich einfach nicht vorstellen. In dem Sinne war es das jetzt für mich. Für dich glaube ich auch gar. Ja. Definitiv, der Fisch hat sich erledigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Glocke aktivieren, damit ihr weitere Videos von mir kriegt. Und der Fisch geht irgendwo hin in Quarantäne. Fährt euch.